Tatort Geldautomat. Sprengstoffgangster sorgen für Angst und Schrecken. Fast täglich knallt es in einer deutschen Bankfiliale. Man hat schon Angst. Es war ja relativ nah. Oft mitten in Wohngebieten, Schäden in Millionenhöhe. Und Menschen, die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Plötzlich liegt alles in Schutt und Asche. Da ist man wirklich am Rande seiner Existenz. Und die Täter kommen immer wieder. Amtsgericht Koblenz, Januar 2023. Zwei Automatensprenger auf der Anklagebank. Nur selten werden solche Täter gefasst. Sie zeigen, was sie von der deutschen Justiz halten. Die beiden Niederländer wurden nach zwei Sprengversuchen in Deutschland gefasst. Einer von ihnen ist Wiederholungstäter, hat in Deutschland schon mehrere Millionen Euro Schaden verursacht. Das Gericht prüft in den kommenden Tagen die Beweismittel. Wird es zu einer Verurteilung reichen? Wenige Kilometer entfernt, ein Einkaufszentrum. Gegen 2.05 Uhr nachts sprengen Unbekannte schon wieder einen Geldautomaten. Die Täter rasen davon, Richtung niederländische Grenze. Dabei kommen sie in einem Kreisverkehr von der Straße ab, landen wenige Kilometer entfernt vom Tatort im Straßengraben. Die Insassen flüchten weiter. Zu Fuß. Einige Stunden später. Kriminaloberkommissarin Sabine W. begutachtet den Tatort. Da, wo vorher ein Geldautomat stand, befindet sich jetzt ein Trümmerfeld. Zerstörung überall. Das Schadensbild ist hier natürlich auch schon immens, sage ich jetzt mal. Man sieht hier, die Deckenplatten sind runtergekommen. Nicht nur hier, sondern auch auf der gegenüberliegenden Seite bei der Bäckerei. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen. Die Kriminaloberkommissarin hat schon viele Automatensprenger vor Gericht gebracht und kommt kaum mit der Arbeit nach. In den vergangenen Monaten gab es in Rheinland-Pfalz Dutzende Fälle. Die Täter setzen immer öfter hochexplosive Festsprengstoffe ein. Hier sieht man auch, wie stark die Detonation war. Also sogar die Außentür dürfte wahrscheinlich aus der Angel gerissen gewesen sein. Und wird jetzt wieder aufgebaut. Rohe Gewalt, sinnlose Zerstörung. Die Polizistin sieht diese Bilder fast täglich. Man sieht auch, dass selbst außen die Tür Schaden beigetragen hat oder abbekommen hat. Wenn man hier jetzt so mal die Distanz sieht von Tür zum Tatort oder zum Geldautomaten selber, sieht man schon eigentlich, wie, ja, was für einen großen Schaden diese Detonation anrichten kann. Dieses Mal wurde niemand verletzt. Bei jeder Sprengung haben wir ein hohes Risiko für Dritte, Unbeteiligte. Tätergruppierungen in diesem Deliktsbereich gehen auch regelmäßig Wohngebäude an, wo sich Familien im ersten Obergeschoss und im zweiten Obergeschoss befinden. Die Häuser sind zum Teil danach, ja, muss erstmal geprüft werden, ob die einsturzgefährdet sind. Ja, es besteht eine hohe Gefahr und man kann eigentlich nur vom Glück reden, wenn den Anwohnern nichts passiert oder Passanten, die vorbeilaufen. Der Tatort in der Nähe einer Autobahn. Ideale Fluchtroute. Doch diese Fahrt endete abrupt in einem Straßengraben. Hallo. Hi. Ja, ich bin fast fertig, muss hier dann noch einen Abhieb nehmen, aber dann. Okay, also die sind wahrscheinlich dann, sind wahrscheinlich aus dem Kreisel raus, hier runter. Die Spurensicherung ist immer noch vor Ort. Ja, man sieht ja hier, sind hochmotorisierte Autos, die dann zur Flucht genutzt werden. Ja, die bergen halt auch die Gefahr, dass man dann mal einen Unfall baut. Gerade wenn Fahndungsmaßnahmen im Raum stehen, mit Hubschrauber gefahndet wird oder mit sonstigen Fahrzeugen, Fahndungskräften auf der Straße. In diesem Fall sind die Tatverdächtigen zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück geflohen. Doch dort entdeckt sie der angeforderte Polizeihubschrauber. Sie werden verhaftet. Es sind zwei niederländische Staatsangehörige. Ich habe jetzt Abriebe von genommen, von den Griffstücken. Und jetzt wollte ich hier gerade mal unten drunter gucken, was, was da noch drin ist. Die Polizisten schauen sich das Fahrzeug ganz genau an. Auffällig, viele Kanister im Kofferraum. Offenbar Sprit für die längere Flucht ohne Tankstopp. Das Wichtigste ist ja natürlich jetzt erstmal, was finden wir im Tatfahrzeug? Gibt es da Hebelwerkzeug?
Gibt es da noch zurückgelassene Sprengstoffpakete oder Kleidungsstücke, die man dann vielleicht später Personen zuordnen kann, die geflüchtet sind? Aber wie man sieht, da sind Kennzeichen dann drauf. Die können gestohlen sein, das können Originalkennzeichen sein. Dann gehen natürlich die Ermittlungen zum Fahrzeug los. Wo kommt das Fahrzeug her? Kann man hier drüber noch Ansätze gewinnen zur Herkunft der Täter oder Ähnlichem? Deutschlandweit gab es 2022 507 Sprengungen und Sprengversuche an Geldautomaten. Ein Anstieg um 29% zum Vorjahr. Mit einem jährlichen Schaden von mehr als 50 Millionen Euro. Besonders betroffen ist der Westen Deutschlands. 63% der Sprengungen gab es in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Landeskriminalamt Mainz. Sabine W. und ihre Kollegen wollen die kriminellen Strukturen aufdecken. Verstehen, wie die Geldautomatensprenger sich organisieren. Haben wir Hinweise auf die Sprengmittelhersteller? Leider nicht. Also bestand zuerst mal die Vermutung, dass unser einer Beschuldigter auch eventuell für die Sprengpakete zuständig sein könnte. Okay. Und es besteht eher die Vermutung, dass im Hintergrund jemand die Sprengpakete beschafft hat, um die dann an die Täter weiterzugeben. Die Ermittler sind sich sicher. Hinter fast jeder Automatensprengung steckt heute ein großes Team, das die Tat vorbereitet. Keine Anfänger. Hier sind Profis am Werk. Es ist ein sehr hoher Organisationsgrad da. Wir haben eine Führungsstruktur, wir haben eine ausführende Ebene, wir haben ein hochgradig arbeitsteiliges Vorgehen. Wir haben eine Trennung zwischen, wie gesagt, den Tätern. Wir haben eine Trennung zu den Logistikern, zu den Sprengstoffherstellern stellenweise. Das ist ein Aspekt der organisierten Kriminalität. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Gewinne aus den Taten nicht unbedingt jetzt für den eigenen Luxus jetzt verwendet werden, sondern dass die durchaus in Drogengeschäfte wieder reinvestiert werden. Oder aber da bestehen zum Teil auch Hinweise durchaus in die Terrorismusfinanzierung fließen können. Ja. Also hier sieht man ja wieder schön, wie alle Personen so ein bisschen untereinander verbunden sind und vernetzt sind. Und die Verbrecher lernen dazu. Auf Schutzmaßnahmen gegen die früher üblichen Gassprengungen haben sie schnell reagiert. Wir kommen von einer Sprengung mit Gas. Viele Automaten wurden nachgerüstet mit Gasdetektoren, sage ich es mal. Was haben die Täter gemacht? Sie haben das Sprengmittel oder den Modus operandi verändert. Sie sind zum Festsprengstoff übergegangen mit entsprechenden Wirkungen. Und je sicherer wir die Automaten dann gestalten lassen oder die Banken die Automaten gestalten, desto höher ist halt auch der Eintrag von Sprengmitteln oder der Einsatz wird halt umso gefährlicher, unberechenbarer. Und so findet letztendlich ein Wettlauf statt. Nachgewiesen ist, dass es in den Niederlanden gut organisierte Gruppierungen mit mehreren hunderten Mitgliedern gibt, die für diese Taten verantwortlich sind. Werden deren Handlanger festgenommen, rücken direkt neue nach. Bei dieser Razzia der Polizei Utrecht in Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern aus Osnabrück werden 9 Verdächtige festgenommen. Alles Personen aus der Organisations- und Logistikebene. Verantwortlich für 15 Sprengungen in Deutschland. Die Polizei stellt verschlüsselte Smartphones und Bargeld sowie Sprengutensilien sicher. Außerdem eine Art Testlabor, in dem die Täter üben können, an einem deutschen Geldautomaten. In den Niederlanden sprengen die Täter nicht, nur in Deutschland. Und das hat einen Grund. In den Niederlanden ist es tatsächlich so, dass der Tatanreiz ganz knallhart weggenommen wird. Entweder durch das Entfernen der Automaten oder Schließen zu bestimmten Zeiten oder aber durch das Unbrauchbarmachen von Geld. Und die Situation haben wir bei uns in der Bundesrepublik noch nicht. Deshalb zieht das die Täter natürlich entsprechend an, weil sie, was das betrifft, hier relativ leichtes Spiel haben im Vergleich zu den Niederlanden. Noch verzichten viele deutsche Banken auf bessere Schutzmaßnahmen. Wohl wegen der hohen Kosten. Höher Grenzhausen im Westerwald. Bereits 3-mal waren hier Automatensprenger am Werk. Die Lage verkehrsgünstig an der A48. Oberkommissarin Sabine W. will heute Augenzeugen treffen. Die Wucht war sehr groß. Das sieht man auch am Schadensbild. Also es sind Splitter geflogen bis dort drüben in den Garten. Und auch hier die Straße ist gut befahren, sodass ich hier schon von einer hohen Gefährdung für Dritte ausgehe. Also die Splitter, die über die Straße geflogen sind, hätten auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug treffen können. Und da hätte es auch schlimmer ausgehen können. Der Sachschaden? Fast 1 Million Euro. Erbeutet haben die Täter aber nur knapp 2.000 Euro. 3 Sprengungen waren dafür nötig.
Die weckten die gesamte Nachbarschaft, weswegen es einige Augenzeugen und ungewöhnlich viel Videomaterial gibt. Wie geht es den Anwohnern jetzt? Sabine W. besucht einen Zeugen, der aus einiger Entfernung ein Video der Täter machte. Drei vermummte Leute, die da hektisch, ich sag jetzt mal, hin und her gelaufen sind. Mhm. Zwischenzeitlich ist dann auch noch ein weißes Auto so ins Sichtfeld, die Straße ein Stück runtergerollt. Da ist dann jemand hingelaufen, hat noch irgendwas aus dem Auto rausgeholt. Mhm. Und kurz darauf gab es halt noch mal eine dritte Explosion, wo dann wirklich noch mal richtig man den Staub und so gesehen hat. Mhm. Boah, meine Fresse. Raban S. wohnt in direkter Linie zur Bank. Dreimal haben die Täter hier in den vergangenen Jahren zugeschlagen. Langsam bekommt er es mit der Angst zu tun. Ob die jetzt ihre Sprengstoffmenge richtig geraten haben, ja, und ob dann vielleicht doch irgendwelche Metallteile bis hier nach da drüben bei uns fliegen oder ob irgendwelche von den Nachbarn da irgendwas abbekommen. Noch näher dran war Kenzo L. Er möchte unerkannt bleiben, aus Furcht vor den Automatensprengern. Der Fluchtwagen stand direkt hier vorne. Ja, direkt an der Straße. Genau, richtig. Auf der Straße, der ist dann auch einmal vor und zurück gefahren. Ja. Ja, und dann ist ein Täter noch mal rausgelaufen, hat aus dem Wagen irgendwas geholt gehabt. Ja. Ja, und dann ist er wieder reingelaufen. Und dann ging das eigentlich blitzschnell alles. Dann wurde noch rumgeschrien auf Holländisch. Hat man auch richtig gehört, dass Holländisch war. Kenzo wohnt nur wenige Meter von der Bank entfernt. In der Tatnacht hat er im Reflex aus nächster Nähe gefilmt. Der eine hat nämlich da rausgeguckt gehabt, ja, und hat mich schon gesehen gehabt, aber das hat die gar nicht interessiert. Und die haben einfach ganz ruhig so weitergemacht? Einfach, genau, einfach weitergemacht. Und wenn man skrupellos ist, ja, dann hat man kein Erbarmen für nichts. Ne? Dann ja, wollen die Leute einfach ihre Sache durchziehen. Auch nach der Flucht der Täter lief Kenzos Kamera weiter. Hammerhart, Alter. Guck mal hier, die Fenster. Guck mal hier, das ist ein bisschen rausgesprungen alles. Zu diesem Zeitpunkt liegen noch nicht detonierte Sprengsätze vor der Bank. Und Kenzo direkt daneben. Ja, ist halt ein komisches Gefühl, wenn man so zurückdenken tut, in was für eine Gefahr ich da stand, ne, kriegt man schon ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Vielen Anwohnern wird die Bedrohung erst danach bewusst. Die Polizeibeamtin trifft viele Betroffene, die von enormen psychischen Belastungen berichten. Es gab tatsächlich eine Zeugin, die genau über der Bankfiliale gewohnt hat, die aus dem Ausland stammt und ja, die auch Erfahrung hatte mit, ja, ich denke mal, Krieg oder Ähnlichem. Und die hatten wir ein Jahr später mit ihr noch mal das Gespräch und die war noch sichtlich traumatisiert. Also die wollte gar nicht über das Ereignis reden, ist ihr sichtlich schwer gefallen. Und ja, das zeigt dann schon, was für ein Ausmaß das haben kann. Nicht nur für ein Gebäude und für den Schaden, sondern auch für die Personen, die da im Umfeld leben. Traurig zu sehen, wie rücksichtslos die Täter da vorgehen und denen das ziemlich egal ist, ob da jemand drüber wohnt, schläft. Es kann ja auch ein Kind drüber wohnen, was dann ja, ziemlich langen Schaden davon tragen könnte. 2022 gab es in Rheinland-Pfalz die drittmeisten Sprengungen Deutschlands. Auffällig, sie fanden fast ausschließlich in der Nähe von Autobahnen statt. Auch eine Sprengung vor einigen Monaten in der Gemeinde Gensingen passt in dieses Muster. Gerade die Lage direkt hier entlang der A61, die ja gerade durch Rheinland-Pfalz führt und auch Verbindungsweg ist zu den Niederlanden, ist das hier ein prädestinierter Ort für eine Geldautomatensprengung und können somit halt schnell vom Tatort flüchten, ohne dass die Polizei näher rankommt. Auch hier waren Anwohner in Gefahr. Eine von ihnen, Eileen S., sie wohnt nur wenige Meter von der Bank entfernt. Dann habe ich halt eine Person hier rauslaufen gesehen und steigt dann hinten ins Auto ein, beim Fahrer hinten, okay, und fuhr dann auf mich los. Nur durch einen Sprung zur Seite kann sich Eileen S. retten. In ihrer Straße, in direkter Nähe zum Geldautomaten, fühlt sich die zweifache Mutter nun nicht mehr sicher. Man geht jeden Abend mit einem schlechten Gefühl ins Bett, ja, und man hat halt nachts dann schon Angst, nach Hause zu laufen, wenn man bei Freunden ist oder auf den Geburtstag eingeladen ist. Also man geht bewusster, glaube ich, jetzt hier durch die Straßen, auch tagsüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Kinder, sage ich auch immer, halt die Augen auf, passt auf euch auf, macht langsam. Genau, ja. Ein Schock war die Automatensprengung auch für die Ärztinnen Martina Drinnenberg und Angela Minor in Mainz.
Die Sprengung des benachbarten Geldautomaten zerstörte ihre Praxis gleich mit. Da bin ich knietief erstmal in Trümmern gewartet. Die Decke, die abgehängte Decke, die war völlig auf den Boden runtergestürzt. Und man kann sich das jetzt kaum vorstellen, wenn man hier die Räume sieht. Außerdem war noch ganz viel Glassplitter zu sehen. Die Tür war kaputt. Ein Teil der Tür lag auf den Eisenbahnschienen. Wiederaufbau von Praxis und Inventar haben mehrere 10.000 Euro verschlungen. Ein Kraftakt für die Ärztinnen. Völlige Existenzangst. Ich war gerade 6 Monate dabei, habe mich niedergelassen, habe mich selbstständig gemacht, habe viel Geld investiert. Und plötzlich liegt alles in Schutt und Asche. Da ist man wirklich am Rande seiner Existenz. Noch gibt es in Deutschland keine gesetzliche Pflicht, bestimmte Sicherungssysteme in Geldautomaten einzubauen. Doch die Banken stehen unter Druck. Es werden Menschenleben gefährdet, es werden Existenzen gefährdet. Und letztendlich reden die Banken sicher raus, muss man sagen. Dabei ist ein höheres Maß an Schutz oft möglich. Aber das kostet. In dieser Sparkassenfiliale im saarländischen Heusweiler haben es die Automatenknacker vor wenigen Wochen versucht. Doch kurz vor der Sprengung sind sie ohne Beute geflohen. Die Hebelspuren sind noch deutlich zu erkennen. Hier wurde dann der Hebel angesetzt, ne, ein Stemmeisen oder genau, sowas. Das kann man sehr gut erkennen, hier an diesen beiden Stellen, wie das Brecheisen dort angesetzt worden ist. Seit 2017 hat die Sparkasse Saarbrücken fast 1 Million Euro in ihre rund 100 Automaten gesteckt. Mit Erfolg. In 6 Jahren gab es nur noch einen einzigen, erfolglosen Versuch einer Sprengung. Die Automaten anderer saarländischer Banken wurden im selben Zeitraum 21 Mal attackiert. Die Sparkasse setzt zur Abschreckung auf ein System mit Farbkartuschen in den Geldkassetten. Es sind also 2 Bereiche. In dem vorderen Bereich hier drin sind die Geldscheine. Die sind so entsprechend aufgestaffelt und werden hier vorne aus der Kassette rausgegeben. Und hier hinten sieht man das Tintenfärbesystem. Und dieses löst, wenn die Kassette halt eben scharf geschaltet ist, sie wird rausgezogen, es gibt eine Erschütterung, eine Explosion, löst diese Patrone aus, das heißt, die explodiert und färbt von hinten, kommt nach vorne alle Geldscheine so durch, damit halt eben der entsprechende Täter wirklich nur komplett durchgefärbte Scheine erhalten würde, mit denen er im Grunde genommen überhaupt nichts mehr anfangen kann. Circa 8.000 Euro kostet diese Nachrüstung pro Automat. Das Problem, in Deutschland gibt es über 50.000 Geldautomaten, die oft nicht optimal gesichert sind. Deswegen kommen die Täter aus den Niederlanden hierher. Und Sabine W. hat immer neue Fälle auf dem Tisch. Man kann ein paar Ansätze erlangen, mit was für einer Gruppierung man es zu tun hat, ob es vielleicht die gleichen oder ähnliche Täter sein dürfen wie an einem anderen Tatort. Aber von Überführen kann man hier nicht reden, einfach weil mittlerweile die Täter so stark vermummt sind. Also die tragen Sturmhauben, manchmal haben die auch diese Regenanzüge alle gleichermaßen an. Meistens auch Socken bis zu den Hosen. Man hat eigentlich gar keinen Körper mehr, der rausschaut, sage ich jetzt mal. Wo man später sagen kann, genau der war jetzt auch wirklich am Tatort. Die Täter attackieren hier 2 Geldautomaten, erbeuten jedoch nur knapp 2.000 Euro. Die Überwachungskamera wird bei der Sprengung zerstört. Die Aufgabe der Ermittlerin? Alle Puzzleteile, Hinweise und Erkenntnisse der Spurensicherung zusammenführen. Dabei helfen auch Videos von Zeugen. Man kann sehen, dass einer von den Tätern hier im Fluchtfahrzeug wartet, die Straße ein bisschen auf- und abfährt. Darüber hinaus gibt es hier verschiedene Zeugen, die filmen. Und die Täter lassen sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Also die machen weiter, die gehen in die Bank, machen so lange weiter, bis sie das Geld erlangen und steigen dann erst ein und flüchten. Das Fahrzeug lassen die Automatensprenger später an einem anderen Ort zurück. Es handelt sich um einen Mietwagen. Ein Glücksfall für die LKA-Ermittlerin ist der verbaute GPS-Sender. Der macht den ganzen Weg der Täter präzise nachvollziehbar. Also man sieht hier, dass die Täter insgesamt aus den Niederlanden gekommen sind. Also der Startpunkt in den Niederlanden war. Anhand dieser türkisen Fahrbewegung ist dann zu sehen, dass die Täter hier im Grenzgebiet nicht über die Autobahn nach Deutschland eingereist sind, sondern hier die Strecke über die grüne Grenze genutzt haben. Das ist eigentlich üblich für so Tätergruppierungen, einfach um irgendwie konspirativ nach Deutschland einzureisen und den Fahndungskräften zu entgehen. Auf ihrer Flucht sind die Automatensprenger aggressiv und skrupellos, riskieren Menschenleben.
Man muss immer bedenken, dass höchstes Ziel der Täter ist, erstens ans Geld zu kommen und dann aber auch nach Hause zu kommen, ohne von der Polizei gefasst zu werden. Und so agieren die auch. Also nach einer Tat kam schon öfter vor, dass wenn eine Polizeistreife die gesehen hat, dass die Täter trotzdem losfahren, das Polizeifahrzeug wegrammen und einfach vom Tatort flüchten. Ihr Ziel? Die Grenze Richtung Niederlande oder Belgien. Dabei werden sie immer wieder auch von Polizeihubschraubern verfolgt. Mit den hochmotorisierten Fahrzeugen ist es halt schwer, mit einem Polizeiauto da dran zu kommen. Gerade auch, weil die Täter ein ziemlich rücksichtsloses Fahrverhalten zeigen. Geschwindigkeiten bis 300 km/h, überholen rechts, überholen links. Das ist einfach nur eine Gefährdung für die Polizeieinsatzkräfte. Und wenn man da bei einer Verfolgung dranbleibt, auch eine Gefährdung für unbeteiligte Dritte. Auch nach einem Unfall, selbst wenn der Airbag ausgelöst ist, so eine Tat hatten wir auch mal, und die Täter im Graben liegen, flüchten trotzdem fußläufig, egal ob die verletzt sind oder nicht. Dieses Wärmebildvideo entsteht nach einer Sprengung in Kirspe in NRW. Der Fluchtwagen rast über einen Nagelgurt der Polizei. Die Täter flüchten zu Fuß weiter, verstecken sich in diesem Waldstück, werden schließlich von Spezialeinheiten festgenommen. Hi, da habe ich euch ja. In Sabine W.'s aktuellem Fall gibt es etwas Neues. Wichtige Beweisstücke vom Tatort. Die Spezialisten waren schon dran. Ich komme wegen der Sprengung in Höhr. Ah, ja. Ich habe gehört, warst vor Ort? Ja, genau. Wir haben mal wieder. Dirk Schuster ist Entschärfer im LKA. Er war direkt nach der Sprengung in der Bank und hat zwei Pakete sichern können. Die haben im Bereich des Eingangs neben einem Weg gelegen, zum Eingang der Bank. Die waren wahrscheinlich als Reserve noch gedacht. Die haben wir dort gefunden. Das sind unsere typischen Sprengpakete. Ja. Sehen sehr gut vom Aufbau aus, sehr professionell. Wir haben hier wieder unser typisches graues Klebeband auch. Ja. Und, ja. Die glänzende Plastikhülle kommt von der Polizei. Darunter mit Klebeband umwickelter Sprengstoff. Waren die Pakete noch gefährlich, als sie so gelegen haben? Hätte was passieren können? Das Problem ist immer, wir wissen nie, wie genau der Aufbau der Sprengpakete ist, welcher Zünder verbaut ist, welcher Explosivstoff ist verbaut. Ja. Von daher müssen wir uns immer auf eine hohe Gefährlichkeit einstellen. Wir haben oft Selbstlaborate, die verwendet werden, und die sind sehr empfindlich gegen Druck. Von daher doch eine hohe Gefährdung auch für Unbeteiligte, die unter Umständen einfach mal da vorbeilaufen. Die Sprengpakete werden nun auf Fingerabdruck und DNA-Spuren untersucht. Ich würde es bei euch lassen, ja, dass ihr es dann hochgeben könnt. Genau, wir bringen die direkt hoch. Okay, perfekt. Die sogenannten Selbstlaborate der Automatensprenger können gewaltige Explosionen auslösen. Sabine W. bekommt regelmäßig Videos aus Überwachungskameras auf den Tisch. Hier attackieren zwei Täter einen Geldautomaten in einem freistehenden Pavillon. Man sieht dann hier, wie beide Täter an dem Geldautomaten hebeln. Brutal, zielgerichtet, geübt. Die Banden wissen genau, wo sie ansetzen müssen. Sie benötigen nur wenige Minuten, bringen den Sprengstoff an und den Geldautomaten zur Explosion. Eine andere Tat, dieselbe professionelle Vorgehensweise. Im Vorraum sieht man, die Täter legen sich zwei Sprengpakete bereit. Kabel zünden den Sprengstoff aus der Entfernung. Auf einer anderen Kameraperspektive kann man dann sehen, wie nach der Detonation sich ein Täter auch in der Bank befindet. Man sieht ein immenses Schadensbild. Zum Teil sind die Gebäude ja auch schon einsturzgefährdet und die Täter begeben sich trotzdem in den Raum, um das Bargeld dann aufzusammeln, wenn es zu einer erfolgreichen Sprengung kam. Wieder und wieder schaut sie die Filme und entdeckt manchmal Entscheidendes. Bei dieser Geldautomatensprengung ist uns dieser Schuh hier aufgefallen. Auch abgebrühte Täter machen Fehler. Und zwar bei einer anderen Geldautomatensprengung wenige Wochen zuvor konnte man bei einem der Täter ebenfalls einen solchen Schuh feststellen. Und auch im Rahmen der Ermittlungen hat sich dann weiter bestätigt, dass es sich hierbei um die gleiche Tätergruppierung gehandelt hat, die dann tatsächlich von uns auch später festgenommen werden konnte. Immer wieder aber ist auch die Oberkommissarin fassungslos. Man sieht hier unten, wie der eine Täter sogar auf dem Festsprengstoffpaket, was da bereit liegt, tritt. Und es gleich auch aus Versehen zur Seite kickt. Also jetzt zeigt sich das eigentlich schon, dass die Täter umgehen können mit den Festsprengstoffpaketen. Also die machen das öfter, die können ein bisschen einschätzen, wie sie mit denen umzugehen haben, dass die für die selber nicht gefährlich sind. Was aber nicht heißt, dass wenn eine Detonation erfolgt, das nicht für unbeteiligte Dritte gefährlich sein kann.
Bei aufgerüsteten Automaten reicht eine Sprengung oft nicht aus. Hier wird ein zweites Sprengpaket angebracht. Nur wenige Sekunden, nachdem der rausläuft, kommt es direkt hier zur Detonation. Also der hat noch nicht lange überhaupt die Bankfiliale verlassen. Hier sieht man dann, dass der Täter tatsächlich auch in den Geldautomaten reinkrabbelt. Die haben da eigentlich gar keine Angst, die wollen einfach nur ans Geld. Und denen ist auch egal, wenn da Zeugen vor der Tür stehen. Auch andere Sicherheitsvorkehrungen der Banken werden schnell überwunden. Bei dieser Tat sieht man einen der Täter die Glasscheibe einschlagen. Das ist eigentlich auch typisch bei professionellen Gruppierungen, dass die sich nicht von einer verschlossenen Schiebetür oder so behindern lassen. Also die hebeln die auf, schlagen die ein und verschaffen sich dann trotzdem Zutritt zu der Bankfiliale. Es findet ein Wettrüsten zwischen Banken und Automatensprengern statt. Manche Sicherheitssysteme funktionieren. Was hier bei der Tat interessant ist, die Nebelmaschine von der Bankfiliale löst aus. Der ganze Bankraum wird mit Nebel gefüllt und die Täter verlassen hier in dem Fall dann die Bankfiliale. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch genug Gruppierungen, die dann trotzdem noch die Tat vollziehen. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie abgebrüht die Täter sind. Also die lassen sich davon nicht immer abschrecken. Früher wurde hauptsächlich Gas in die Automaten eingeleitet und zur Explosion gebracht. Die Schäden am Inventar waren groß. Am Gebäude aber vergleichsweise gering. Und viele Nachahmer wollten am modernen Bankraub mitverdienen. So wie diese beiden Amateure. Bei dieser Tat kann man zwei Täter sehen. Die führen einen Trolley mit, in dem sich Gasflaschen befinden, was so nicht typischerweise ist für die professionellen Tätergruppierungen. Gas und Festsprengstoff haben einfach eine andere Sprengwirkung. Schadenbild ist dann unterschiedlich und der Erfolg, an das Geld auch zu kommen. Wir sehen hier, wie die Täter nun eine Zündspur legen. Und dann kommt es zur Sprengung des Geldautomaten. Hier sieht man, dass der Geldautomat tatsächlich mal geöffnet wurde. Bei sogenannten Nachahmungstätern ist es eigentlich so, dass die eher weniger erfolgreich sind. Meist dauert es mehrere Male, bis sie überhaupt zum Erfolg kommen. Und auch wenn sie zum Erfolg kommen, ist die Tatbegehungsweise meistens so, dass sie irgendwelche Spuren hinterlassen. Einige Wochen später. Endlich gute Nachrichten für Sabine W. Zwei Tatverdächtige konnten in Belgien festgenommen werden. Kurz nachdem sie in Rheinland-Pfalz zwei Geldautomaten attackiert haben. Einer von ihnen scheint ein Serientäter zu sein. Es spricht schon dafür, dass das eine Person ist, die regelmäßig mit der Begehung von Sprengungen versucht, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, der sich darauf spezialisiert hat. Das zeigt auch die schnellen Autos, die Maskierung bei der Fahrt zum Beispiel. Wir haben hier ein Blitzerbild von dem Tatfahrzeug und auch die Gegenstände, die im Bereich von dem Tatfahrzeug aufgefunden wurden. Diese Fundstücke wurden von der belgischen Polizei bereits nach Mainz geschickt. Dann haben wir Sprengkabel sichergestellt. Im Auto war ja noch ein Sprengpaket. Ja. Was wir jetzt auch untersuchen lassen haben im Tatort, im Abgleich. Dann haben wir einen Anzug. Wir haben auf den Videos haben wir auch einen Täter, der so einen HEMA-Anzug anhatte. Mhm. Ja. Und dann haben wir hier noch das Brecheisen. Das ist eigentlich ganz gut. Man sieht nämlich hier so die silbernen Spitzen. Ja. Und ich glaube, die kann man auf dem Video am Tatort auch sehen. Okay. Ja. Und dann hier natürlich das Kabel. Das wurde im Auto sichergestellt. Mhm. War ja auch noch ein Sprengpaket im Auto zurückgeblieben. Ja. Ja. Und am Tatort in Ulmen gibt es auch ein Sprengkabel. Sodass jetzt abgeglichen wird, ob das zusammenpasst. Was eigentlich noch cool ist, Sabine W. arbeitet in solchen Fällen eng mit der Staatsanwaltschaft Mainz zusammen, die später Anklage erheben wird. Und was steht dann jetzt noch aus? Durchsuchung? Genau, Durchsuchungen sind durchgeführt. Ergebnisse habe ich leider noch keine. Okay, schade. Aber sobald ich da die Berichte bekomme, informiere ich Sie natürlich. Perfekt. Ja. Mhm. Einige Wochen später. Die zwei Niederländer stehen in Koblenz vor Gericht. Die Beweise haben ausgereicht. Die beiden 24-Jährigen sind schuldig der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, außerdem Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Strafe 3 Jahre und 11 Monate für den einen, 5 Jahre für den anderen Täter. Sabine W. kann zufrieden sein an diesem Tag. Es ist natürlich gut zu sehen, wenn man jetzt Täter vor Gericht hat, wo man weiß, dass die schon langjähriger in diesem Bereich zu verorten sind, gerade im Bereich von Geldautomatensprengungen, dass die jetzt vor Gericht sitzen und dann hoffentlich auch inhaftiert werden für längere Zeit, um einfach weitere Taten durch diese Täter zu verhindern. Doch die Nächsten stehen schon in den Startlöchern. Denn solange sie hier in Deutschland leicht und schnell an Geld kommen, kommen die Automatensprenger immer wieder zurück.